Servus Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2 mit dem Drachnix. Aloha, ich bin auch wieder am Start. Natürlich kommen wir wieder vom Race. Oh, ich bin so im Arsch. Ja. Ich bin vorm Ziel verreckt, weil ich durch den Boden gefallen bin. Ich muss ehrlich sagen, ich bin darüber nicht traurig, weil... Moment. Wir starten an derselben Stelle beim Race. Da war ja was, ich erinnere mich. Ich war Dixie, du warst Didi. Ja, stimmt, du warst die Toilette. So. Es bleibt so, alles. Aber das ist kein Problem. Es bleibt alles drin. Ja, ist ja nicht viel. So. Ja, oh, natürlich Squetschlos gleich. Oh. Da müssen wir hin, ja? Okay, ich würde sagen, ach komm, gehen wir einfach rein. Kann doch nur schief gehen. Ja, vier Leben, siehst du? Wir werden Game Over gehen, ziemlich oft. Wie viele Leben hatten wir zuletzt? Über 50? Ja, scheiß doch drauf. Oh, fuck. Ja, aber wir nennen das Ganze hier im Stammtisch einfach Fanservice. Fanservice, was ist das? Fanservice ist nur für die Fans. Game Over gehen ist nur für die Fans. Nix da. Hier gibt's kein Game Over. Vor allem der Kill Wool hier wird eine ziemliche Arschkrampe, weil irgendwie verrecken da alle Together Duos. Teilweise wegen Latency, teilweise wegen dumm Einstellen. Ich bin gespannt, wie es bei uns aussehen wird. Na, wir schauen mal. Also ich muss ja sagen, bis jetzt war ja ich so immer ein bisschen der Part von uns beiden, der sich ein bisschen dumm angestellt hat. Einzelbanane, geil. Gut, ich bin, was Donkey Kong Country betrifft, ziemlich gut. Zwar bin ich im ersten Teil besser, vor allem, weil ich die ganze Zeit trainiere wie ein Bekloppter. Na gut, aber dafür springst Lebe du bei Flintstones, dafür springst du bei Flintstones, weißt du, kurz vorm Papagei einfach in den Tod. Leck! Ich bin nicht reingesprungen, ich bin durch den Boden durchgefallen. Das ist was ganz anderes. War das ein Bug, oder? Anscheinend. Ich weiß nicht, ob es eine Falle war vom Spiel und man da... Ja, das Problem ist, ich sehe es ja erst, wenn die Aufnahme oben ist. Mach! Ja, vorher sehe ich es ja... Moment. Ich meine, es ist schwierig, aber da muss man versuchen, sich an den paar positiven Dingen halt versuchen hochzuziehen. Aufnahme läuft wieder. Jo. Geiler Fail. Ja, irgendwie ist hier gerade komplett alles abgeschmiert. Warum bloß? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe bei mir auf dem... Runter, Ach, es ist Englisch, wa? Ja. Ah, egal. Kriegen wir schon hin. Ich will es aber Deutsch haben. Ah, das kriegen wir schon hin. Nee, ja, keine Ahnung. Also bei mir die Internetleitung hat kein Reset oder so gemacht. Ich habe auf dem Router geguckt. Ich weiß nicht, woran es lag. Fragt mich nicht. Es war Fred Feuerstein, der hat sich noch gerecht, weil er durch den Boden gefallen ist bei mir. Ja, wahrscheinlich. Was machst du da? Ah, fuck. Da hätte ich reingemusst. Ey! Weißt du was? Bring mich um. Da musst du vorher sagen, dass da was kommt. Aber hey, wenn wir Game Over kommen, dann landen wir doch eben Hauptmenü. Dann kann ich nochmal Dings einstellen. Wir gehen aber nicht Game Over. Ich bin viel zu ehrgeizig, um Game Over zu gehen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Mach auf! Na gut, so geht's auch. Hallo? Egal. Ich konnte ihn nicht töten, warum auch immer. Okay. Und ich bin nicht dran vorbeigekommen, warum auch immer. Und warum auch immer stellen wir so viele Fragen, warum auch immer. Oh, weia, ja, nee. Lädst du die Fail-Aufnahme hoch? Oder müssen wir das jetzt alles nochmal sprechen? Das müssen wir nicht nochmal sprechen. Das ist immer noch derselbe Part. Ach so, stimmt. Du kannst ja bei Camtasia, ja. Sorry, ich kenne das halt. Ich nehm ja immer mit Bandicam auf, wenn ich aufnehme. Und da ist es ja alles ein bisschen anders. Wenn da die Aufnahme verkackt und Bandicam speichert die Aufnahme, dann habe ich ja immer zwei... Passt.
die ich zusammenschneiden muss. Da gehen der, da bin ich ihm zu langweilig da. Nee, du bist nicht zu langweilig, aber irgendwann kommt halt so ein bisschen die Müßigkeit. Ich meine, das Race war kräftezehrend. Ja, es war hirntötend. Der ganze Tag, die ganze Nacht war bei mir kräftezehrend. Wenn man bedenkt, dass ich immer noch nicht gepennt habe, ich die ganze Nacht lang wach war, weil ich dieses Miauen einfach nicht aus dem Kopf rausbekommen habe. Ganze Zeit am Kopf gegen den Türstock geschlagen, in der Hoffnung, dass es aufhört. Bist du jetzt schon wieder weg? Nee, ich bin nicht weg. Aber wir können in die nächste verlorene Welt, wir können uns wieder fisten lassen. Oh weia. Und wir haben noch eine verlorene Welt vor uns. Ja, die schwerste, aber das ist nicht so verbunden. Also es ist uns nicht übel zu nehmen. Ja gut, an dem Tag hat es ja auch geleckt wie Sau. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es halt nicht leckt. Auch nicht gerade besser. Aber es ist besser kontrollierbar. Ich hole ihn mir! Was? Der ist durchgekommen? Ich dachte, der stirbt. Scheiße. Hä? Ah, nicht mal ein Speicherfass? Bullshit. Ach du Scheiße. Ich dachte, er wird zerquetscht, deswegen habe ich nicht reagiert. Alles Fanservice hier, alles Fanservice. Ja, man muss den Fans ja auch was bieten. Rennen. So. Das Problem ist, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Das habe ich heute okay. Auch den ganzen Tag gemacht. Die Nacht durchgequält mit diesem Miauen die ganze Zeit. Heute Tierklinik, dann Scheißnachrichten immer und immer wieder. Oh. Geil. Warum wurde ich da getroffen? Naja, ein Krok hat dich gebissen. Ja, aber der ist ja auf meinem Horn gelandet. Auch ins Horn kann man beißen. Oh fuck. Da habe ich einen schönen Spruch gelesen von wegen, Einhörner sind wie Nashörner. Nee, ja, Nashörner sind wie Einhörner. Nur fetter. Ja, das hast du ja gezeigt in WhatsApp. Oh. Ein Kollege hat mir einen geilen Witz erzählt, aber den kann ich jetzt hier in der Aufnahme nicht bringen. Ist er pervers? Hardcore. Pervers. Sag. Okay, pass auf. Ich sehe schon so niveaulos wie noch nie zuvor. Oh ja. Also, ein Rentner bucht sich so ein, geht ins Reisebüro und sagt, er möchte gern FKK-Urlaub machen. Und die so, ja, wir haben einen super FKK-Urlaub, da haben sie alles all-inclusive. Super geil. So, der bucht, fährt halt hin und dann sagt halt so, ist er bei der Rezeption und die Rezeptionsdame so, ja, wenn sie aber hier die FKK-Leute sehen wollen, dann müssen sie auch FKK rumlaufen. Ja klar, kein Problem. So, dann hat er sich einen Tag eingewöhnt, am nächsten Tag liegt er am Pool. So, und da sieht er zwei richtig heiße Weiber, so richtig schön, sieht die da liegt, die liegen nackig und... Ist ja irgendwie logisch, FKK. Guckt die sich denn schön an und kriegt voll den Harten. So. Und dann die Frauen gucken an. Ah, sie haben gerufen. Der Mann, wie? Ich habe gerufen. Naja, ein Steifer heißt bei uns, dass sie Sex wollen. Und wir sind hier alle sehr offen. Also kommen sie mit. So, die aufs Zimmer. Er die beiden Weiber schön durchgenommen. Richtig hart und richtig geil. Denkt so, boah, geil. Hier bleibe ich. So. Klingt nach dem Xerax-Witz. Warte. So, am nächsten Tag geht dann die Sauna. Niemand da, sitzt da alleine schön in der Sauna und muss furzen. Denkt, ach komm, hier ist keiner und lässt einen fahren. Dann kommt ein Mann rein, sie haben geläutet. Wie, ich hab geläutet? Naja, furzen bedeutet bei uns, dass sie halt anal wollen. So, und der Typ fackelt auch nicht lange und nimmt den Rentner richtig schön anal, richtig hart. So, am selben Tag steht er noch mit gepackten Koffern an der Rezeption. Und die Dame, wieso hat's ihm denn nicht gefallen? Wissen Sie was, gute Frau? In meinem Alter
kriege ich einmal in der Woche einen hoch, aber ich muss jeden Tag furzen. Blöder Witz. Natürlich eins genau vorm. Ja, war natürlich klar, dass das darf gerade bei der Stelle ein schön vorm Speicherpunkt, ja. Ist doch immer so. Ja. Erinnert mich an ein gewisses anderes Spiel, was wir vorhin aufgenommen haben, nicht wahr? Ja. Was für ein Bockmist. Ah, es ist. Ja, sowas ist immer bitter. Ich lasse es aber nicht auf mir sitzen. Ich will kein Game Over haben. Oder zumindest so sehr, wie es nur irgend möglich geht, vermeiden. Kennst du eigentlich den Witz mit dem Kaufhaus für Männer und für Frauen? Ich hab's verkackt, scheiße, ich bin schlecht. Ah, nicht so schlimm. Ich bin das Hinterletzte. Nee, den kenn ich nicht. Es geht darum, es gibt ein Kaufhaus für Männer, können Frauen rein, die können da Männer einkaufen. Und das Kaufhaus funktioniert so, das gibt einen Fahrstuhl, du kannst immer eine Etage hochfahren, aber nicht mehr zurück. Und dann fängt es halt an, geht eine Frau in das Kaufhaus rein, fährt in die erste Etage. Ja, der Fahrstuhl hält in der ersten Etage an und eine Fahrstuhlstimme sagt, in der ersten Etage gibt es Männer mit gutem Einkommen. Denkt sich die Frau, ja gut, gutes Einkommen. Ist nicht schlecht, aber was gibt's in der zweiten Etage? Drückt auf den Knopf, fährt in die zweite Etage. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt kann. Du bist fast verreckt. Hol mich und schieß mich. Da, der. Uah, das war jetzt doof. Ja, was? Denn wie soll ich den Typ loswerden? So. War Glück. Leckt mich! Ihr Flintstones. Ich bin gesprungen, du Schlampe. Oh. Okay, ich gebe mir. Sorry für den Ausdruck, aber. Die Frau ist jetzt in der zweiten Etage und sagt: Ja, hier die Männer verdienen gutes Geld und sehen gut aus. Denkt sich die Frau: Oh, geil. Du hast das wieder verkackt. Ich hätte nach rechts gemusst, oder was? Nach links. Achso, kann ich ja nicht wissen. Ja, ich hab's gerade eben noch gesehen. Ja gut, jetzt muss ich ihm die Käfers holen und dann verrecken. Weil ansonsten fängst wieder du an. Na, wie geht der Witz weiter? Die Zuschauer wollen ihn vielleicht wissen. Vielleicht, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, sie fährt in die dritte Etage hoch und dann... Willkommen in der dritten Etage. Hier gibt es Männer, die gut aussehen, ein gutes Einkommen haben und nett zu Kindern sind. Denkt sich die Frau, boah, geil, Jackpot. Aber was kommt da noch? Was kommt da verdammt nochmal noch? Fährt weiter. Herzlich willkommen in der vierten Etage. Hier gibt es Männer. Die sind genügsam, sehen gut aus, mögen Kinder und haben ein gutes Einkommen. Die Frau denkt sich, Mist, jetzt muss ich aussteigen, jetzt muss ich mir einen nehmen, aber da kommt doch bestimmt noch was. Fährt sie in die fünfte Etage. Willkommen in der fünften Etage. Sie sind die 5.300.698. Besucherin. Hier gibt es keine Männer. Diese Etage dient lediglich dem Beweis nur dazu, dass es Frauen nie genug ist, egal wie toll die Männer sind. Ja. So, gegenüber auf der anderen Seite. Klingt voll frauenfeindlich. Gibt es ein Kaufhaus für Frauen. Und steigt ein Mann ein, fährt in die erste Etage. Willkommen in der ersten Etage. Hier gibt es Frauen, die sehen gut aus und wollen viel Sex. Die zweite Etage hat ein Mann noch nie betreten. Hallo! Bam! Aber wie soll man das schaffen? Ich habe mich absichtlich verrecken lassen, weil ich wusste, dass du es nicht schaffst. Ist mir schon klar, aber wie soll man das schaffen? Mit Dixie. Das muss man auch mit Diddy Kong schaffen können. Aha! Auch schon wieder verkackt? Ja! Fanservice. Stell's auf Deutsch. Ja, ich kann's. Das war der Fluch, weil es nicht auf Deutsch gestellt war. Ich halte den Kopf nicht aus. Was ist heute los?
Das Jahr ist scheiße, der Tag ist scheiße. Oh ach. Mann! Komm, es gibt halt gute und schlechte Tage. Spieltechnisch ist das heute ein verdammt schlechter Tag. Mhm. Man glitscht sich durch Böden kurz vorm Ziel. Man vergisst ja. Secrets, die eigentlich total offensichtlich sind. Das links, 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 links. Ja, ich weiß. Ich muss halt nur warten, bis ich da durchlaufen kann. Das Problem ist, ich kann, was das angeht, halt nicht mal groß sagen, es tut mir leid, dass du da durch den Boden geglitscht bist. Ich kann da nicht mal sagen, dass es mir leid tut. Ja, weil ich dein Gegner bin. Ja. Und weil es ja mir in dem Fall dann sogar noch zugute kommt. In dem Fall. So, diesmal nicht. Ich hoffe, das passiert wieder nicht bei der nächsten Aufnahme, da ich mich da durchglitsche. Aus Versehen. Hoffentlich schon. Ja, dass du das hoffst, ist mir natürlich klar. Es geht mir in dem Race eigentlich nicht wirklich um den Sieg. Es geht mir einfach nur darum, dass ich Mega Mari sehen will. Ist mir doch scheißegal, ob ich dann gewinne oder nicht. Aber wenn ich gewinne, dann weiß ich, dass ich Mega Mari. Scheiße, falschen Knopf gedrückt. Haben wir dieses Secret schon? Vorm Game Over hatten wir es, ja? Ja, ich weiß nicht, ob es gespeichert wird. Wieder, ich habe ja dran gedacht, aber ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh. Ich glaube, mir wird schlecht. Da habe ich eine Wut im Bauch. Ach, da. Scheiße. Ja, genau. Ich habe mich gedreht, man hat sogar gesehen. Sobald du mich geholt hast, klatsch ab. Ich glaube, ich muss mir einen guten Anime angucken, damit ich da runterkomme von dem Film. Was musst du dir angucken? Irgendeinen guten Anime. Das Problem ist, die kleine Prinzessin Sarah kann ich mir nicht mehr angucken. Die musste ich ja fast schon abbrechen, weil ich keinen Bock habe, diese Serie mit einer schlechten Erinnerung in Verbindung zu bringen. Dafür ist die Serie einfach zu gut. Okay. Ist mir oft genug bei Ranman halt passiert, weil irgendwie ist jedes Mal, wenn ich mir die Serie angeguckt habe, ist eins unserer Tiere gestorben. Deswegen will ich es mir mittlerweile nicht mehr angucken. Obwohl ich die Serie gut finde, aber ich habe dann immer Angst, dass eins unserer Tiere stirbt. Ja, gut, aber es ist halt leider so, dass die Serie hier auch nicht mal komplett fertig ist in Deutschland. Das sowieso. Und die wird auch wahrscheinlich nie mehr fertig werden. Nein, ich weiß, weil die Synchronsprecher gestorben sind. Ja, nur einer, der von Ranma. Aber dass es da auch keinen gibt, irgendwie mit einer ähnlichen Stimme oder so. Oder dass sie den halt neu besetzen. Ich meine, das ist ja in Serien heutzutage gang und gäbe, dass man das halt macht, wenn es nicht anders geht. Ja, aber die Serie ist alt. Die Leute denken sich so, nee, altes, was gut ist, das macht man nicht. Mach mal lieber Neuauflagen von anderen alten Zeugs. Ja, zum Beispiel bei Navy CIS, weißt du, da ist bei uns hier in Deutschland die deutsche Synchronstimme gestorben. Dann hat man halt einen anderen genommen. Bei einem der Schauspieler. Ist halt ärgerlich. Ja. Aber trotzdem. Die Stimme von Makoto Kino ist auch schon verstorben. Also Sailor Jupiter. Okay. Ja gut, aber da ist ja. Ich weiß ja nicht, ob da überhaupt was Neues geplant ist, aber da ist ja alles abgedreht von der Sache her. Das Neue ist wahrscheinlich nicht mehr geplant. Also Sailor Moon ist ja schon seit ewigen Zeiten fertig und ich bezweifle, um ehrlich zu sein, dass Sailor Moon Crystal deutsch kommen wird. Ach, es gibt einen Nachfolger? Ja, oder es ist nicht direkt ein Nachfolger, es ist mehr
so eine Art Neuauflage, aber nicht direkt. Es orientiert sich mehr an den Manga als wie die normale Serie. Naja, ich habe den Manga bisher, ich habe den Manga zwar hier, aber leider auch nur die Neuauflage. Die Originalen, das ist es zu schwer ranzukommen. Deswegen habe ich halt die Neuauflage relativ günstig geschossen bei eBay. Ich kenne den Manga, also ich habe den Manga aber bis jetzt noch nicht gelesen. Ich habe nur die Serie geguckt. Oh, Hund, ich habe schon wieder das Secret vergessen. Ja, gut. Da ist er. Aber wir haben ja eh gesagt, vergessene Secrets, die holen wir dann nach, wenn wir dann die 100% machen. Ich will es aber jetzt haben. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, verdammt. So, endlich. Danke, Wolf, dass du mal nachgedacht hast. Da soll mal einer drauf kommen. Ich honk, ich. Manchmal könnte ich mir echt in die Nieren treten. Danke, war das jetzt so schwer? Ach so, nur deswegen muss man den Vogel holen, damit man da einen scheiß TNT kriegt, ja? Ja. Oh, das ist ja ein Mist. Ich bin Mist, weil ich das jetzt mehrfach verkackt habe. So, vielleicht kann ich jetzt endlich wieder bessere Laune haben. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ich hätte gebrüllt. Danke. Bitte geht doch, meine Herren. Ich meine, gut, jetzt lacht mich zwar jeder aus, weil ich so lange gebraucht habe, um darauf zu kommen, aber ist mir egal. Ja, Diddy buggt. Was heißt bei dir jeder? Ich meine, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie viele das Let's Play hier gucken werden. Also Final wird's auf jeden Fall gucken. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Vielleicht Hedy? Könnte sein. Aber auch nur, weil er sich an den Fails erfreuen will. Oder weil er halt sehen will, wie wir uns so grundsätzlich angestellt haben. Ob wir besser sind als er und Rapid damals. Naja, die haben das Fassbug-Level ohne Saves geschafft. Ich glaube, als einziges Duo, die das bisher geschafft haben. Aha. Zumindest alle, die ich bisher gesehen habe, haben das Save-States genutzt. So, ihr zwei Wichser. Aber... Ah, scheiße. Oh, sag mal. Das ist aber fies. Alles fies hier. Ja, Immerhin, ja, wir haben alle Geheimnisse. Was ich nicht verstehe, wie diese Fehler zustande kommen können, weil man holt ja die ROM. Man liest ja die originalen Spiele von früher aus. Deswegen verstehe ich nicht, wie da die Fehler eigentlich zustande kommen können. Irgendwie. Schlampigkeit. Ist ja nicht so, dass sich da welche hingesetzt haben und das Spiel neu programmiert haben nach altem Vorbild, weißt du? Doch, haben sie alles gemacht. Sie haben auch Heidi Remastered und so gemacht. Was für ein Bockmist, im Ernst. Wie kommt man auf so eine Schwachsinnsidee? Was? Die Heidi und wie gibt die starken Männer und das ganze Zeug. Als Spiele oder was? Nein, aber die ist ja quasi neue Zeichentrickauflage, geil. Ja gut, bei Heidi gibt es ja 3000 Neuauflagen. Ich kenne nur zwei. Einmal das Original und einmal diese komische Auflage da, diese rotzbeschissene. Na, ich habe auch noch Filme, noch ein paar, gibt es mehrere Versionen von Filmen. Auch Realverfilmungen gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ja, das sind ja alles andere Dinge und nicht wirklich. Wobei ein paar der Realverfilmungen, die finde ich gar nicht mal schlecht, die sind niedlich gemacht. Ja, gegen die Realverfilmung sagt ja auch keiner was. Ja. Aber ja, diese Remake-Scheiße, das ist kacke, ja. Vor allem, dann ist immer alles so anders, die Stimmen sind anders, alles ist kacke und
nicht so, wie man es kennt. Es gibt von der kleinen Prinzessin Sarah auch eine Realverfilmung. Allerdings richtet sich die nach ich muss die Schnauze halten. Allerdings richtet sie die sich die nach dem Roman und nicht nach, so wie der Anime, nach der Roman, der Anime meine ich, der richtet sich ja nicht direkt nach einem Roman. Mm. Finde ich auch irgendwie gut so, als er es nicht macht, weil die Sarah aus dem Roman kommt irgendwie zu angebildet rüber. Nein! Ach gut, nur eine Münze, ich habe schon geschwitzt. Ich dachte, da wäre die K-Münze, aber wo ist denn überhaupt die K-Münze? Da vielleicht? Nee. Die haben wir komplett übersehen, dann, wa? Keine Ahnung. Gibt es dann Level, wo es keine gibt? Nein. Tja, dann mal schauen. Oh, danke! Geh zurück und speichere den Dreck ab. Ja. Wäre jetzt meine Frage gewesen. Gleich speichern? Ja. Hier war Speichermann. Ja. Ach, aber die Münzen sind auch alle weg gewesen? Ja. Zum Glück haben wir 3 Münzen, dass wir bei der Schlampe abspeichern können. Ja, aber ey, wie scheiße ist das denn? Nicht mal die Münzen wurden gespeichert? Jetzt kommt endlich wieder ein schönes Level, aber davor werde ich einen kurzen Schnitt setzen. Ja, halt's Maul auch mal. Noch nicht. Okay. So, ich mache einen Schnitt. Das war Donkey Kong Country 2. Auch wenn es ein bisschen. Ne? War? Ein bisschen, ne? Eierkneifend. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Part. Ciao. Flintstones!